Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ja, wir haben wir nicht da drin geparkt. Egal, wir stehen jetzt in Stuttgart, glaube ich. Ich gucke mal auf der Map, aber müsste Stuttgart sein. Ja, genau. Ja, haben uns dort hier noch die Garage gekauft in der letzten Folge und werden heute wieder einen World of Trucks Auftrag annehmen. So, ich hoffe mal, es geht nicht zu weit weg. Aber das sehen wir jetzt dann, weil wir brauchen ja wieder den Renntruck. Müssen ja noch ein Racing-Team glücklich machen. Da haben wir ihn doch. Team Schwabentruck. Nach Milano. Oh, das geht. Das sieht nach einer ganz netten Tour aus. Auftrag ausführen natürlich. Kurzen Moment. Das ist, wenn man mal so nicht vorbereitet ist und das Lenkrad noch nicht angeschlossen hat. Zumindest nicht mit Strom versorgt hat. So, weiter geht's. Starten. So. Wir fahren am besten gerade durch die Halle. Ausgeschlafen müssten wir ja sein. Okay, 6 Stunden. Nicht wirklich. Aber das ist mal World of Trucks Tour, da ist es egal. Da haben wir Zeit. Richtig viel Zeit. So, frei, frei. Ah, und grün. Läuft. Ach, und hier müssen wir das schon abholen. Ja, hier tatsächlich. Da ist er. Da ist er. So. Passt. So, ja, die Optik kennen wir ja eigentlich. Die Anhänger sehen ja doch alle ziemlich gleich aus. Ah, diesmal fahren wir einen Iveco, okay. Letztes Mal war es ein MAN. So. Geben aber, hoppla. Da rein. Und gucken mal, dass wir die ganze Fracht heil nach Italien kriegen. Nach Milano. Was haben wir denn für eine Fahrzeit? 8 Stunden, 9 Minuten, das sieht doch gut aus. Schaffen wir nicht in dieser Folge, aber natürlich dann in der nächsten. Sehr schön. Ja, müssen wir kurz vorm Ziel irgendwo mal pennen gehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das freut mich, ja. Über das Update vom Eurotruck kann ich euch auch noch nicht viel sagen. Oder noch nicht viel, also ist, glaube ich, nichts Neues erzählt worden.
Deutschlandkarte wird halt noch weiter ausgebaut oder verfeinert. Da sind sie ja eh schon kräftig dran. Da kommt jetzt nochmal wieder ein Schwung mit bei dem 1.75 Update. Das finde ich natürlich richtig gut. Ich glaube, wir müssen hier auf die A81. Alles andere würde mich jedenfalls wundern. Auf die A8. Ja, A8. A8 ist richtig. Zürich-Stuttgart. Zürich klingt gut, wenn wir nach Milano wollen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir sind mal wieder zu schnell. Mal wieder zu schnell. Vor allen Dingen, wenn wir abbiegen wollen. Entschuldigung fürs nicht blinken, aber ich dachte, wir fahren geradeaus. Ich dachte echt, wir fahren geradeaus. So, das nur gerade zufällig noch im Navi gesehen, dass der da die Route abbiegt. Ich fahre mal von dem Standstreifen runter. Oder von der Markierung für den Standstreifen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Straßburg glaube ich nicht, oder? Ich tippe mal auf hier. Bern, Zürich. Liege ich? Ne, ich liege richtig. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So muss das sein. So ist das fein. Oh, Polizei. Zum Glück sind wir geschwindigkeitstechnisch richtig unterwegs. Tempomat regelt. Und ein wunderschöner Sonnenuntergang. Es ist der Untergang der Sonne für heute in-game. Letztens habe ich auch mal ein Let's Play vom Euro Truck Simulator gesehen. Anscheinend gibt es Mod-Maps. Die ersetzen quasi die jetzige Karte komplett. Und haben dann nur eine Stadt drin oder so ein Stadtgebiet und das aber dann im Maßstab 1:1 und weitestgehend der Realität entsprechend. Hier, die Karten sind ja alle Maßstab 1:10, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, ein Kilometer auf der Karte entspricht 10 Kilometer in der Realität. Machen wir das Navi mal so. Ist besser. Entsprechend schnell kommt man hier natürlich vorwärts. Oder schnell leer. Sah auch so ganz interessant aus, ist natürlich jetzt hier für dieses Spiel, also für hier, wo ich jetzt fahre, nichts, weil natürlich die ganzen Garagen dann alle weg wären. Dann müsste man das mit einem eigenen Profil machen, wenn man sowas mal machen wollte. Wobei ich ja auch ganz gern hier auf der Map rumfahre. Wir haben noch so viel zu entdecken, haben noch so viel nicht gesehen. Müssen wir tanken? Nee. Tanken müssen wir nicht. Und pennen auch noch nicht. Dann fahren wir durch.
Machen wir beides später. Ja, aber war mal ganz interessant zu sehen. Vor allen Dingen, wie lange man dann mal so für die Strecken braucht, die hier im ETS, also mit dieser Karte, relativ schnell abgearbeitet sind, dauerten da halt gleich mal 10-mal so lange, logisch. Aber schön auch, dass es solche Projekte gibt, dass sich Leute die Mühe machen, sowas zu erstellen. Und wir sind in der Schweiz, by the way. Und tatsächlich auch noch ja, kostenlos zur Verfügung stellen, ne? Man ist auch bei den Pro-Mods, sie sind ja auch kostenlos. Also wenn man sie schnell runterladen will, kosten sie halt den Euro-Download-Gebühr. Oder den Dollar, glaube ich. Aber man kann es auch kostenfrei runterladen. Also die Pro-Mods generell sind erstmal kostenfrei. Ich nutze halt meist die kostenpflichtige Variante zum Runterladen. A, weil es einfach sehr viel schneller geht. B, mir der eine Dollar nicht wehtut. Und ich glaube, ein bisschen unterstützt das auch die Entwickler, glaube ich. Weiß nicht, inwiefern die auch was davon kriegen. Ich weiß es nicht, wie sie da das gehostet haben. Aber ich denke einfach mal, das unterstützt sie auch ein bisschen. Blinken. Hatte gerade ein Glas in der Hand, da ging das nicht. Da hat es einfach nicht funktioniert. Ich habe ja keinen Blinkerhebel hier dran, sondern muss ja über die Bedientasten vom Lenkrad blinken. Und wenn man genau in der Hand dann gerade ein Wasserglas hat, tut man sich da ein bisschen schwer. Aber schon mal schön, dass wir hier strahlendes Wetter haben. Strahlen, also, ihr wisst schon. Wolkenloser Himmel, strahlende Sonne, die aber gerade ziemlich untergegangen ist. Ja, das haben wir komischerweise hier auch gerade, heute am Sonntag, 28.04. Eigentlich war schlechtes Wetter angekündigt für dieses Wochenende. Es war gestern Morgen aber schon relativ schön. Deswegen wundert mich das. Tagsüber wurde so lala, immer was windig und immer wieder was Regen. Aber jetzt ist auch gerade wieder wolkenloser Himmel. Kalt ist es vermutlich. Das war ja auch angekündigt. Hoppala. Und Dijon, oh, da wollen wir aber gar nicht hin. Da wollen wir überhaupt nicht hin. Und ja, entgegen der Vorhersage ist es halt aber sonnig. Aber freut mich natürlich. Ich mag es, wenn es sonnig ist. Wobei, kam auch letztens in den Nachrichten mal ein kurzer Bericht. Die Natur bräuchte dringendst den Regen. Also selbst wenn es das ganze Wochenende durchgeregnet hätte, hätte das bei weitem nicht gereicht. Eigentlich bräuchte der Boden und so, die Natur mal einen komplett verregneten Sommer. Da muss ich hin. Upsala. Und ja, ist natürlich auch nicht unbedingt das, was jetzt zum Beispiel die Bauern bräuchten, weil komplett verregnet, das wird dann schwierig mit der Getreideernte, das wird schwierig mit der Heuernte, allgemein mit der Ernte. Das ist dann natürlich auch wieder nicht gut. Von daher wird sich das wohl
noch ein paar Jahre hinziehen, bis es wieder einigermaßen ausgeglichen ist. Zumindest, wenn es denn mal wieder also entsprechend Regen und so gibt. Wenn das natürlich auch dieses Jahr wieder so ein extrem trockener Sommer wird, wird das Ganze natürlich deutlich schwieriger. 2 Stunden, also 3 Stunden, sollte eigentlich funktionieren. Betonung liegt auf eigentlich. Wenn es natürlich jetzt die nächsten Stunden wieder überhaupt nichts Tankstellen- und Rastplatzmäßig kommt, dann haben wir die Arschkarte. Aber so richtig. Ups. Oh, da ist irgendwas. Du stehst gefährlich, mein Lieber. So würde sich in Realität, glaube ich, auch nie ein Polizist hinstellen. Genau hier auf die weiße Linie. Ich glaube, der würde da nicht ganz lange stehen. Also die Gefahr, da umgefahren zu werden, wäre dann extremst hoch. Ganz extrem. Vor uns, der transportiert auch LKWs, wenn auch keine so schnellen wie wir. Also Tunnelröhren hätte ich immer Sorge, dass ich da irgendwie an den Seiten dann hängen bleib. Wobei, wenn sie hoch genug sind, geht's ja, aber Gefühl ist immer nicht so rosig. Oh, es wird einspurig. Es wird einspurig. Und irgendwie kommt jetzt natürlich überhaupt wieder mal keine Tankstelle, kein Rastplatz, kein nichts. Wobei, wir haben ja auch noch Zeit. 2 Stunden 11. Von dem her haben wir eigentlich noch keinen großen Stress. Tank ist auch noch genug gefüllt. Tankanzeige, wer es noch nicht gesehen hat, ist da. Nö, ist nicht da unten. Doch, ist sie. Ist sie. Entschuldigung. War gerade in der, wegen der Rechtskurve nicht so zu sehen. Können wir gleich nochmal gucken, wenn hier das Ganze in eine leichte Linkskurve geht. So, da sieht man das Tanksymbol. Also auch noch, ja, Vorreserve auf jeden Fall. Auch wenn der einen relativ kleinen Tank hat, habe ich das Gefühl, dürfte größer sein. Aber kriegen wir auch irgendwie in den Griff. Nur irgendwann jetzt dann mal ein Rastplatz oder Tankstelle wäre schon schön. Wie viel Restkilometer haben wir denn noch? Haben wir sowas? Das ist Geschwindigkeit. Kraftstoffe 475 Kilometer. Wieso regnet das jetzt? 475 Kilometer. Und wir haben noch 197. Also reichen Täter auf jeden Fall. Von dem her alles in Ordnung.
So, gehen wir mal wieder auf unsere Reisegeschwindigkeit. Und ab in die Röhre. Da guck mal in die Röhre. Hehe. Oh, und da kommt ein Rastplatz. Ein Rastplatz. Ja, ich kann rüber. Und ich sollte den Scheibenwischer einschalten. Und wir werden den Rastplatz natürlich nutzen. Na, da, dam, da, dam. Wer weiß, wann der nächste kommt. Und das hier ist mal ein intelligent angelegter Rastplatz. Nämlich mit den Fahrerhäusern, mit den Fahrerkabinen, von der Autobahn weg. Deutlich ruhiger für die LKW-Fahrer. So, Motor aus. Und gute Nacht. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir hier unsere Tour weitermachen, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.